Servus und grüß euch zu meiner neuen Sendung Sauber gewürzt. Und heute sage ich euch einmal ein bisschen was zum Ingwer. Also ich nehme den Ingwer ja seit 35 Jahren. Jetzt kann man sagen, ja mei, seit 35 Jahren, was ist denn das? Jetzt gehen wir mal weiter zurück. Jetzt schauen wir mal 4000 Jahre zurück vor Christi. Da haben die Chinesen bereits den Ingwer als Heilpflanze hergenommen. Jetzt sehen wir mal zwei Anekdoten ganz kurz. Da gab es die Fürstin von Dai. Und als die gestorben ist, hat man das komplette Grab mit Ingwer, das man in so Seidensackerl eingeführt hat, ausgestattet. Und ihren Sohn hat man auch noch dazu gelegt. Und das war das einzige Grab auf der ganzen Welt, das man mit so viel Ingwer gefunden hat. So eine Verehrung hat man damals dem Ingwer schon zugesprochen. Und Konfuzius, der ja 151 vor Christi geboren ist, war einer der größten Philosophen zur damaligen Zeit, der ist 479 gestorben, der hat zu jedem Gericht, egal was er gemacht hat, hat einen Ingwer genommen. Der hat den Ingwer verehrt praktisch. Ja? Und dann hat der Ingwer natürlich seinen Weg gemacht, ich sage jetzt mal über Arabien, dann über Indien natürlich. Und dann kam er, um das ein bisschen abzukürzen, zu den Griechen. Und die Griechen haben den Ingwer schon bei Gelenkentzündung hergenommen. Das haben die Soldaten immer gekriegt. Die Römer hatten dann den Ingwer schon kantiert. Und das war auch ganz was Besonderes, wenn man jetzt einen Ingwer gehabt hat, weil der einfach wahnsinnig teuer war da schon. Und bei den Ritterzügen, da kam der Ingwer dann jetzt rüber zu uns, sagen wir mal auch noch Italien. Und als Marco Polo 1260 seine Reise begonnen hat an der nördlichen Seidenstraße, ich glaube, der hat bis 1295 ist der da rumgedüst, ja, da hat er dann alles eingesperrt, haben in einem Gefängnis in Genua seine Geschichte erzählt und natürlich auch über Ingwer, denn er war damals ein Diamantenhändler und der hat gesagt, er hat in seinem Leben noch nie so viel Ingwer gesehen wie damals in China. Und der Ingwer, der hat damals, das muss ich mal vorstellen, der Ingwer hat damals 250 Gramm, haben ein Schaf gekostet. So wertvoll war der Ingwer. Und der Ingwer wurde auf den Karawanen in Seiden, in riesen Seidensäcken rübergebracht, weil anscheinend war er halt da am haltbarsten. Und wenn wir jetzt in die heutige Zeit einmal reingingen, dann müssen wir mal sagen, ja, zu Ingwer, zu was soll ich den Ingwer nehmen? Warum soll ich den eigentlich nehmen? Also ich kann nur sagen, ich nehme ihn, wie gesagt, seit 35 Jahren, ich gebe ihn fast in jedes Gericht hinein. Erstens ist er ein Gewürz, das sehr bescheiden ist. Das heißt, er wahnsinnig gesund ist, aber sich nicht wichtig macht. Also er ist kein Liedergewürz, so wie andere, wie der Kümmel oder der Kardamom, die merkst sofort, oh je, die hauen richtig rein. Der Ingwer ist eher einer, der süß wie salzig zum Home ist. Ja, er kann es mit der Vanille, er kann es mit dem Lorbeerblattl, er kann es eigentlich mit jedem Gewürz. Entscheidend ist, dass der Ingwer direkt unterhalb der Haut 50% aller Inhaltsstoffe hat. Das heißt, wenn Sie jetzt die Haut nicht wollen, dann kratzen Sie es mit dem Löffel ein bisschen runter. Nicht mit dem Spargelschäler oder mit dem Kartoffelschäler, das bringt Ihnen gar nichts, sondern einfach ein bisschen runterkratzen. Ich bürstel den immer ab in Salzwasser mit Essig, dann geht er runter, dann wird die Haut schön glänzend und dann nehme ich ihn eigentlich so her, wie er ist. Ja? Und wenn man von der gesundheitlichen Seite sagt, wenn ich sage, ja, was soll ich jetzt machen mit dem Ingwer, kann ich Ihnen schon sagen. Der Ingwer ist für die Fließfähigkeit des Blutes, er ist entzündungshemmend und zwar geht es auf den ganzen Körper, ist er entzündungshemmend. Er hat einen Stoff, der heißt Gingerol, er wirkt wie Aspirin und ich kann dir jetzt noch 20 Sachen aufzählen, er sagt, der spinnt da mit seinem Ingwer, aber der Ingwer ist einfach einer, den kannst du sehr bescheiden in jedes Essen reingeben. Und wenn wir jetzt beim Essen sind, dann müssen wir sagen, ja, wo tue ich den? Nein, ich mache jetzt mal drei Vorschläge. Der einfachste ist, Sie nehmen 20 Scheiben Ingwer, deren in ein Glasl rein und gießen in ein Wasser drauf. Mit Sprudel oder ohne. Ich trinke es aber ohne, weil dann habe ich keine Kohlensäure und so weiter. Oder manchmal, wenn ich eine Schorle mache, eine Weißweinschorle, dann tue ich mir so 10, 15 Scheiben Ingwer rein. Die können dann sagen, sie fühlen sich wohl am nächsten Tag auf alle Fälle. Und dann natürlich im warmen Bereich kann man wunderbar eine Karotten-Ingwer-Suppe machen, wobei man den Ingwer, die Scheiben mit der Karotte mitkocht, das Ganze dann aufmixt, dann haben sie eine raffinierte Schärfe mit dabei. Oder was sie noch machen können, ist, wenn sie einmal Brotzeit machen oder einen Fisch sich braten, einen Gurkensalat mit eingelegten, gesliceten Ingwer. Gurke ist ja ein bisschen schwer verdaulich, der Ingwer hilft ihnen da wunderbar bei der Verdauung. Und wenn sie zum Beispiel Sushi essen, dann ist es ja so, Sushi kriegst du immer einen eingelegten, gesliceten Ingwer. Sushi ist roher Fisch. Ingwer ist hoch antioxidativ. Also der hilft Ihnen, dass Sie da gut über die Runden kommen. So schaut es aus. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Euer Alfons Schubeck. Pfiat euch, Servus und auf Wiedersehen.